Liebe Leute, der August schleicht sich so langsam dahin und irgendwie bekommt man das Gefühl, ja, dass der Sommer sich zum letzten Mal aufbäumt. Es ist nochmal schön warm geworden, die Sonne scheint, das Wasser im Planschbecken glitzert und trotzdem beschleicht einen schon die Wehmut des Abschiednehmens, das immer dann kommt, wenn man weiß, der unausweichliche Herbst kommt. Der Herbst ist an sich ja gar nicht das Problem, sondern der Winter, der drauf kommt. Und dann fürchte ich, werden wir wieder mit Corona zu tun haben. Aber solange das noch nicht ist, machen wir einfach mal so, als wäre die Welt perfekt. Und es geht einfach immer so weiter und immer so weiter. Und jeden Tag trudeln Briefe ein, die Sonne scheint, der Kaffee schmeckt, die Menschen sind gesund und es ist Urlaub. Schönste Zeit des Jahres. Die Briefe, die hier eintrudeln, sehen so aus. Ich habe das jetzt mal so rum geöffnet, denn auf der Vorderseite sind ja vertrauliche Informationen. Und diesen Brief, den ich euch heute zeigen möchte, den habe ich bekommen von dem lieben Mars von Off-Topic Commander. Das ist ein ganz feiner kleiner Kanal. So ein feiner kleiner Kanal, wie viele andere kleine feine Kanäle im deutschsprachigen Raum sich mittlerweile etabliert haben. Und wir haben uns ja mehr oder weniger ein bisschen vernetzt in einem Discord, wo wir uns ein bisschen austauschen, unterhalten, uns auch ein bisschen Anregungen geben. Und manchmal, ja, manchmal schicken wir uns auch ein paar Sachen zur Unterstützung des jeweils anderen Kanals. Das ist mir schon oft passiert jetzt. Der liebe Pandu hat mir Sachen geschickt, natürlich auch der gute AJ Olsen und natürlich auch der Blackie und andere Leute. Der Patrick von MTG und Patrick. Heute erreicht mich hier ein Brief von Mars von Off-Topic Commander. Ich mache euch hier oben mal einen Link zu seinem Kanal. Ich bin selbst, wie ihr wisst, nicht der etablierte Commander-Spieler. Ich bin nicht so wirklich der große Crack und Pro darin, gut kompetitiv zu spielen. Ich verliere auch sehr schnell den Überblick und die Nerven, wenn die Sachen zu kompliziert werden. Ich habe größten Respekt vor Leuten, die sehr professionelle und erfolgreiche Commander-Spieler und Deck-Konstrukteure sind. Und manchmal spiele ich es auch. Tatsächlich mit meinen Freunden hier, aber nie mehr als 4 Leute oder so. Wir haben es auch schon zu 6 zu 7 gespielt. Da klicken sich dann immer Teile des Spielbretts, des Spielfelds, Entschuldigung, aus. Entweder haben sie zu viel Bier, sind zu müde oder haben den Faden verloren. Das passiert dann bei so komplizierten Spielen. Aber an sich ist ja, wie wir alle wissen, Commander eine der geilsten Arten, überhaupt Magic zu spielen. Und ja, vielleicht habt ihr mal Bock, da reinzuschauen in diesen Kanal. Ist sicherlich nicht uninteressant. Und der liebe Mars von Off-Topic Commander hat wiederum gesehen, was ich so mache. Und dass ich ja ein großer Freund von alten Dingen bin. Deswegen hat er mir heute etwas zugeschickt und dazu hat er mir, jawohl, auch ein kleines Briefchen geschrieben. Erst einmal herzlichen Dank für die weißrandigen Standardländer. Ja, ich habe ihm welche geschickt. Er brauchte, glaube ich, 7., 8., 9. Edition weißrandige Standardländer für sein Commander-Deck. Ich sammle die nicht und mag die nicht so. Das ist nicht so, das ist meine Zeit. Ihr wisst ja, 4., 5. Edition ist eher so meine Zeit und davor. Und deswegen habe ich gesagt, komm, was ich so habe, gebe ich ihm. Und dann hat er geschrieben, ich habe mich sehr gefreut, da ich deinen Content sehr genieße. Oh, danke. Das freut mich, dass du das gerne schaust. Schicke ich dir meinen letzten Booster der Odyssey-Edition. Oh, wow. Diesen habe ich 2017 auf einer Urlaubsreise in Nürnberg gekauft und seitdem liegt er bei meinem Vintage-Schätzen rum. Ich denke, es wird Zeit, dass dessen Lebenszyklus nun auch ein Ende finden sollte, wie alles im Leben, gell? Da ich lediglich das Cephalidenkolosseum benötige und es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich dieses in diesem Booster versteckt, überlasse ich dir meinen Booster für ein Video. Ich hatte bereits überlegt, dass ich diesen für unseren Off-Topic-Commander-YouTube-Kanal verwenden könnte. Allerdings denke ich, dass du mehr über diese Edition erzählen kannst und dass ich dadurch eventuell auch etwas lernen kann. Zudem habe ich vom Odyssey-Zyklus genügend Booster in meiner Jugend geöffnet und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass du bereits zu Odyssey deine Pause eingelegt hast. Richtig. Ich hoffe, du hast eine Menge Spaß damit. Beste Grüße, mach weiter so. Mars von der Off-Topic Commander Crew. Super netter Brief, vielen Dank. Ja, und da sind viele wichtige Dinge drin. Das stimmt. Erstens hatte ich zum Odyssey-Zyklus schon meine Pause gemacht. Ich habe ja 899 aufgehört, aktiv zu spielen, dann erst sehr viel später wieder angefangen. Das heißt, meine Hauptjahre waren 94 bis 99 ungefähr. Dazwischen, von 99 bis ja so 2016, 17 herum, habe ich immer nur sporadisch mit meiner alten Spielgruppe die alten Karten gespielt. Mich aber überhaupt nicht mit neuem Magic beschäftigt. Dann bin ich erst wieder geistig in Magic eingestiegen, 2018, also vor 3 Jahren mittlerweile. Das Cephalidenkolosseum, ja, wenn ich das hier ziehe, dann kriegst du es geschickt, versprochen. Gucken wir mal, ob ich es finde. Ich meine aber, ich habe das noch irgendwo. Und wenn ich das in meinen Karten finde, in meinen Rares, in meinem Rare-Ordner, dann kriegst du es zugeschickt. So oder so, egal ob ich es finde oder nicht. Und was ich sonst über Odyssey erzählen kann, habe ich ja meistens eigentlich schon so alles rausgefeuert. Die Odyssey-Playlist findet ihr hier. Im Odyssey-Blog habe ich gezeigt, wenn ich mich recht entsinne, alle Themendecks. Und zwar aus den jeweiligen Editionen, nicht nur aus Odyssey, sondern den beiden Erweiterungen des Odyssey-Blocks. Dann habe ich euch gezeigt, Tournament-Pack, genau, und 1, 2 Booster, meine ich, waren auch dabei, weiß ich aber gar nicht so genau. Ich habe selbst noch verschlossen ein paar Tournament-Packs.
Packs, also diese Turnierpackungen mit 75 Karten. Davon habe ich noch welche, aber so ein Booster, jetzt muss ich kurz mal überlegen, glaube ich, hatte ich sogar noch nie. Nicht, dass ich irgendwelchen Unsinn erzähle. Ich mache das jetzt mal auf. Das ist so eine geile Aktion, ja, dass wir Spieler uns hier so unterstützen, ja, dass diese Kanäle sich nicht als Konkurrenten, sondern als Teams begreifen und miteinander so viel machen. Das ist so eine feine Sache in dieser deutschsprachigen YouTube-Community oder Content-Creator sind man das wahrscheinlich. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen ganzen neumodischen Wörtern. Das ist was ganz Besonderes und ziemlich Cooles. Jeder guckt so ein bisschen den Content des anderen oder die Inhalte, die Videos des anderen. Und wenn er sieht, dass der andere da irgendwie was macht, was passt, dann versucht man Anschluss zu finden, versucht vielleicht gemeinsam was zu machen, tauscht sich aus, schickt sich Sachen und plaudert ein bisschen. Es ist echt toll, weil wir sind tatsächlich getragen von der Liebe zum Spiel und von der Liebe zu den Karten und gar nicht so sehr von irgendwelchen Interessen groß zu werden oder Geld damit zu verdienen, jedenfalls viele von uns, oder reich damit oder berühmt zu werden, sondern es sind ganz tatsächlich sehr viele Nerds, die in ihren Nischen sind. Und das macht die Leute, finde ich, auch so liebenswert. Da ist nicht so diese Denke, wie werde ich jetzt schnellstmöglich groß und verdiene möglichst viel Werbeumsätze, sondern eher die Denke, wie schaffe ich es noch viel Zeit aus meinem geliebten Spiel rauszuholen und wo finde ich noch neue interessante Leute und Gesprächspartner, um mein Spiel genießen zu können. Und das macht diese deutsche YouTube-Community so cool. Allerdings ein bisschen viel Commander-Leute drin. Aber ich weiß, schon gut. Die meisten Leute spielen halt auch Commander, so ist es halt. Das ist das beliebteste Format. Aber vielleicht kriege ich noch ein paar Leute dazu, Oldschool zu spielen, ja? Das interessiert mich am meisten. Was kann ich dazu sagen? Ja, also ich glaube tatsächlich, diese Booster habe ich noch gar nicht gehabt. Die sind aus 2001. Das ist also der Block nach dem Invasion-Block. Wir haben Ursa, dann haben wir den fantastischen, mega starken Ursa-Block, den viele Leute abgelehnt haben damals, weil sie ihn unausgewogen fanden und der Meinung waren, man könnte fast kein Magic mehr spielen, man braucht nur 1, 2, 3 bestimmte Karten schon, ist man unbesiegbar. Dann ist quasi das Turnierspiel sozusagen so durch diese Broken Cards, also diese völlig überpowerten Karten, die man exploiten, also ausnutzen kann, wo man merkwürdige Kombos mitmachen kann und sozusagen kein ausgewogenes Spiel mehr hinbekommt. Da ist dieses ganze, sagen wir mal, etablierte Spiel mehr oder weniger zusammengebrochen. Dann hatte Magic das Gefühl, man muss jetzt irgendwie was nachlegen, was wesentlich schwächer ist, um so ein bisschen den Power Creep runterzutrainen. Dann kam der Maskenblock, der, wie ihr wisst, in meinen Augen, persönliche, meine Meinung, das unspielbarste und fürchterlichste ist, was Magic hervorgebracht hat. Wesentlich schlimmer als Kamigawa, Homelands oder andere Sachen, aber das ist jetzt persönlicher Geschmack. Und darauf kam der Invasion-Block, den ich schon wieder ganz gut finde, der sehr viel auf mehrfarbige Karten gesetzt hat, wo ich noch nicht so wirklich in jeder Hinsicht von den Mechaniken begeistert war, aber doch wunderbare Karten und eine tolle Hintergrundgeschichte entdecke und einfach auch ganz, ganz tolle Erweiterungen sehe. Und dann kommt der Block, den ich tatsächlich persönlich aus dieser Zeit am meisten liebe, der Odyssey-Block, der vor allem durch zwei Mechaniken besonders besticht. Ich habe es letztens erst erzählt, als wir drüber geredet haben, mit dem WCD-Deck, das ich zuletzt aufgemacht habe. Hier kommt der Link. Nämlich mit Threshold und Flashback. Zwei Mechaniken, die ganz toll interagieren mit dem Friedhof und darüber hinaus eben noch eine Zeit, in der die Magic-Karten toll ausgesehen haben, die Rahmen noch original ausgesehen haben, wie sie früher aussehen sollten und die Bildsprache noch original Magic war. Allerdings schon ein Tick modernisiert, mit ganz tollen großen Künstlern und einfach sehr schönen, sehr, sehr interaktiven, sehr toll spielbaren Decks, die man, wenn man möchte, zum Beispiel in den Themendecks, die teilweise für unter 15 Euro, unter 20, unter 10 Euro zum Teil gibt, oder in den WCD-Decks super nachspielen kann und das richtig genießen kann. Und viele der Flashback- oder Threshold-Karten der Karten aus der Odyssey-Zeit sind heute ja noch in den verschiedenen, ja auch Commander-Produkten nachgedruckt worden. 2001 also, Odyssey ist die große Erweiterung aus dem Odyssey, aus dem gleichnamigen Block. Und hier sind also auch die Standardländer drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da tatsächlich das Cephaliden-Kolosseum finden. Ich habe auch schon ein bisschen was dazu erzählt. Es handelt also auf Dominaria, ist ein Kontinent, Otaria, der nicht zu dem klassischen Erzählungskanon gehört, wie wir ihn kennen von Dominaria. Hier geht es um den Mirari, dieses Artefakt, das dazu führt, dass quasi die Lebewesen auf dem Kontinent nach und nach mutieren und irgendwie sich so ganz komisch weiterentwickeln. Also Elfen werden zu Elfenmutanten und andere Lebewesen und ein neues Volk ist eingeführt worden, ein paar andere auch, nämlich die Cephaliden, die sind von so einem Kaiser beherrscht oder Kaiserin, ich weiß gar nicht, welche Geschlechter der Kaiser hat oder die Kaiserin, und die möchten gerne auch das Land erobern und die Kontrolle über ganz Otaria an sich reißen. Deswegen, so viel fällt mir ein, noch zum Stichwort Cephaliden-Kolosseum. Ja, Mars, das ist, was mir konkret alles gerade einfällt. Mehr fällt mir vielleicht ein, wenn ich jetzt gleich die Karten sehe. Das ist wahrscheinlich auch das, worauf du spekulierst, dass ich aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz mit vielen dieser alten Sachen mittlerweile ein bisschen was erzählen kann im Hintergrund. Und im Übrigen, wenn du das selbst gespielt hast, bist du wahrscheinlich sogar noch tiefer drin als ich. Ja? Also,
super gespannt. Das ist jetzt schon was Besonderes, dass mir ein Kollege, sag ich mal, etwas schickt aus seiner eigenen Jugend, wo er aktiv gespielt hat, aus seinem letzten Vintage-Bestand. Ich bin sehr gerührt, das macht mich total glücklich und ich weiß das sehr zu schätzen. Jetzt hoffe ich, dass ich deinem Anspruch gerecht werde und dir ein schönes Video hinlege. Schauen wir mal rein. Wir erkennen schon mal eins gleich von Anfang an. Wir haben Uncommon, 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 Rare. Und ich sehe jetzt auch wieder etwas, was ich in den letzten 2-3 Jahren sehr oft gesehen habe und auch jetzt gelernt habe. Wir müssen immer darauf achten, ob das deutschsprachige oder englischsprachige sind, denn die Sortierung, wie die Karten kommen, hat auch sehr viel damit zu tun, ob es deutsche oder englischsprachige Karten sind. Interessant, ne? Also, wir fangen an mit dem Elefantenüberfall für 4 Mana aus Odyssey. Wie gesagt, was anderes kann hier nicht drin sein. Bringe einen 3-3 grünen Elefantenspielstein ins Spiel und mit Rückblende, also Flashback, kannst du das Ganze nochmal tun, wenn die Karte im Friedhof ist. Und man erkennt hier oben an diesem wunderschönen Grabsteinsymbol, dass es sich um eine Flashback-Karte handelt. Und diese Sachen sind sehr beliebt, weil man sie später nochmal benutzen kann im Spiel und man wunderschöne Interaktionen erzeugen kann, wobei das jetzt als eine Common-Karte nicht so die starke Flashback-Karte ist. Aber trotzdem cool. Rückblende ist die deutsche Übersetzung für Flashback. Dann haben wir von Rebecca Gay Ermutigen. Da gehe ich jetzt mal groß drauf, weil ich habe gerade gesehen, eine weitere Uncommon ist auch von Rebecca Gay und ich finde diese Frau, wie ihr wisst, wundervoll. Wundervoll. Jemand mit einem ganz, ganz zarten, gefühlvollen Pinselstrich, der in der Lage ist, Fantasy in seiner schönsten Form zu Papier zu bringen. Ich liebe das. Das ist die Kunst, wie sie mir gefällt. 3 Mana ermutigen, habe ich schon gesagt. Hier ist das Flashback-Logo. Spontanzauber, verhindere die nächsten 4 Schadenspunkte, die in diesem Zug einer beliebigen Anzahl an Kreaturen und oder Spielern deiner Wahl zugefügt wurden. Du kannst die Aufteilung bestimmen und mit Rückblende darfst du das nochmal machen. Einfach wunderschöne Karte. So, dann haben wir hier ein Cephaliden. So sehen die aus. Abushans Verlangen. Ein blaues Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur hat Flugfähigkeit. Und jetzt kommt Grenzwert, also hier erstmals jetzt Threshold. Die verzauberte Kreatur kann nicht Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Das gilt aber erst, wenn du 7 oder mehr Karten im Friedhof hast. Das heißt, du hast 2 Fähigkeiten hier drin für ein blaues Mana. Die erste Fähigkeit kriegst du sofort, Flugfähigkeit. Die zweite Fähigkeit kriegst du erst, wenn Threshold ausgelöst wird. Und das passiert erst, wenn genug Karten im Friedhof sind. An sich eine ganz süße Karte, vor allem auch bildlich sehr hübsch. Böse Cephaliden. Auch wie ich gesagt habe, die Karten aus dem Odyssey-Block sind wunderschön. Der Odyssey-Block gehört für mich zu einem der schönsten Blocks überhaupt. Was auch mit den Standardländern zu tun hat, habe ich schon 1000 Mal drüber geredet. Werden wir heute wahrscheinlich aber nicht sehen, denn hier sind vermutlich keine drin. Gedankenflucht für 2 Hexerei. Ein Spieler deiner Wahl wirft X Karten aus seiner Hand ab, wobei X 1 plus die Anzahl an Gedankenfluchtkarten in allen Friedhöfen ist. So gruselig wie der Fluch eines Zombies. Von Mark Fishman. Super Karte. Super schöne Karte. Und wir haben, das ist tatsächlich schön, mal ein Sonderland. Ein spezielles Land kommt getappt ins Spiel. Du hast die Möglichkeit, damit ganz normales weißes Mana zu erzeugen. Du kannst aber auch die Karte opfern und deinen Mana-Vorrat, um ein Mana einer beliebigen Farbe zu erzeugen. Das ist nicht das Cephaliden-Kolosseum, aber es ist trotzdem cool, dass wir mal ein besonderes Land bekommen. Finde ich immer hübsch. Mag ich gerne sowas. Und natürlich der Wild Mongrel. Wilder Mischling. In fast jedem WCD, also Weltmeisterdeck seiner Zeit, war diese Karte drin. Die ist super gut und super stark, vor allem, weil du sie auch mit Madness verwenden kannst und weil sie dir sehr viele schöne Interaktionen ermöglicht. Für 2 Mana kriegst du einen 2-2er. Du darfst eine Karte abwerfen, dann kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zugs und kannst noch die Farbe von ihm ändern. Die Karte ist ein zentraler Baustein unwahrscheinlich vieler Decks aus der Zeit gewesen. Und wir finden sie hier in der deutschen Originalfassung von damals. Wunderbar. Dann haben wir den Lebensschwall für 2, einen Spontanzauber. Ein Spieler deiner Wahl erhält 4 Lebenspunkte dazu. Dann erhält er 4 Lebenspunkte für jeden Lebensschwallkarte in allen Friedhöfen dazu. Okay, da brauchst du also ein paar. Im Zweifelsfall hast du dann maximal 3 schon drin, wenn du den zum 4. Mal sprichst und kannst dann zusätzlich Lebenspunkte bekommen. Dann haben wir den Avior Lüfteleser. Das ist auch eine ganz klassische Karte aus der Zeit. Der wurde viel gespielt, auch in diesen blauen Fliegerdecks, die dann in dem Hauptset, das dazu gedruckt wurde, in der damaligen Zeit rauskam. Der hat für 5 Mana 3/3 fliegend und für 2 Mana kannst du einem Spieler der Wahl zwingen, die oberste Karte der Bibliothek offen vorzuzeigen. Und hier steht, selbst die kleinste Welle erzählt eine lange Geschichte. Und da haben wir hier die Möglichkeit, den in ganz viele Decks einzubauen, nämlich ein Vogel, ein Soldat und ein Zauberer. Das prädestiniert ihn für Vogel-, Soldaten- und Zauberer-Decks.
Und der Nantuko-Jünger, tatsächlich, genau, das ist der zweite Tribe, den hatte ich vergessen, der auf Otaria oder hier in diesem Kontext der Erzählung eine Rolle spielt. Insektendruide, hier für 4 Mana 2/2 mit einem grünen und Tappen kannst du eine Kreatur deiner Wahl +2/+2 bis zum Ende des Zuges geben. Nantuko-Cephaliden, so war das. Die haben da eine Rolle gespielt. Blut der Unschuldigen. Für ein Mana, ein super gruseliges Bild von Carl Critchlow. Der macht auch klasse Bilder, ist ein toller Künstler. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch was macht, aber damals war der sehr, sehr oft gebucht worden von Wizards. Und ich finde, der hat fantastische Bilder gemacht. Ganz, ganz klasse. Und das da ist auch gar nicht so doof. Für ein Schwarzes muss jeder Spieler eine Kreatur opfern. Finde ich ganz süß. Wenn du selber ein Deck hast, das sehr stark auf Sacrifice aus ist, kannst du damit dir auch einen schönen Vorteil verschaffen. Der Text dazu ist auch cool. Zombies bedauern die Lebenden und freuen sich für diejenigen, denen bald das Geschenk des Todes gegeben wird. Uah. Und Mauer der Engel. 2 Mana, 0/4. Mauer fliegend. Wenn der noch ein Engel wäre, ha? Wäre sogar brauchbar. Und jetzt kommen wir zu den Uncommons. Hier habe ich, wie angekündigt, eine Karte von Rebecca Gay, die zweite in diesem Booster, Vorhersagen. Wunderschön. Wunderschön. So hoffe ich mir das Paradies. Wenn es es gibt und wir eines Tages alle dahin scheiden und da aufwachen werden, dann finde ich, haben wir was, worauf wir uns freuen können. Ja, wenn Rebecca Gay das Paradies malen darf. Und alles im Paradies so ist, wie Rebecca Gay es malt, dann will ich dahin. 2 Mana Spontanzauber. Benenne eine Karte und lege dann die oberste Karte der Bibliothek eines Spielers deiner Wahl auf dessen Friedhof. Falls diese Karte die genannte Karte ist, ziehe 2 Karten, sonst ziehe eine Karte. Cool, guck mal, das ist alles mit Wasserfarben gemacht. Wunderschön. Ich will einen Rebecca Gay Kalender haben. Ankommen. Die nächste Karte, Macht des Waldes. Die kenne ich auch noch von damals, genau, von Arnie Swakel. Hier haben wir wieder eine Flashback-Karte für 2 Mana, Spontanzauber, Kreatur deiner Wahl, +2/+2 und verursacht bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. Das darfst du nochmal machen mit Flashback. Ist doch gar nicht doof. Kann dir in bestimmten Situationen Vorteil bringen. Und natürlich die Artux, die haben eine Riesenrolle gespielt. Es gab auch WCD-Decks, auch schon in früheren Zeiten vor Odyssey, die sehr stark mit Artux gespielt haben, wo es darauf ankam, dass man den Artux richtig einsetzt. Dann konnte man den als Finisher benutzen. Hier haben wir einen Steinartok, der kostet 3 Mana, hat 1/2 und du kannst ein Artefakt oder ein Land opfern. Und jedes Mal, wenn du ein Artefakt oder ein Land opferst, kriegst du +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Wenn du beide opferst, hast du 2/2 und je nachdem, wie viel du reinhaust, hast du dann den richtig fett gemacht. Das ist für den Schluss zum Killen eine ziemlich gute Karte. Räumst alles auf, was du da liegen hast und machst ihn richtig fett und machst damit Schluss. Typischer Artok. Und jetzt kommt die Rare. Bitte ein Cephaliden-Kolosseum, das wär's doch, oder? Und wir kriegen den eigenwilligen Vertrauten. Das ist eine Rare von Therese Nielsen. Und die habe ich noch nicht in meiner Therese Nielsen-Sammlung. Hier oben ist das Video zu meinen Therese Nielsen-Karten. Die will ich gerade nochmal, das will ich gerade nochmal zeigen. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, guckt mal rein. Eine der Künstlerinnen, die ich besonders liebe, neben Rebecca Gay, die ich besonders verehre, die auch eine ganz tolle Zeichnerin ist. Da haben wir also einen eigenwilligen Vertrauten für ein rotes 1/1. Falls du eine Karte ziehen würdest, kannst du dieses Kartenziehen stattdessen übergehen. Mhm. Nein, Dexe. 1/1. Okay. Das war's. Leider nicht das Cephaliden-Kolosseum, aber ich guck gleich mal beim Ordner nach. Und wenn ich's finde, kriegst du's per Postmaß. Ich danke dir für diesen coolen Brief, für dieses tolle Erlebnis, das ich hier hatte, für diese wunderschönen Karten. Wir gehen sie nochmal zusammen durch, die Bildsprache anschauen und die Art und Weise, wie diese Karten gemacht sind. So sah Magic im Jahr 2001 aus. Gar nicht so viel anders als in den 90ern. Und trotzdem schon ziemlich cool und auch ein bisschen moderner von der ganzen Bildsprache her. Eine super coole Zeit, wunderbare Künstler, tolle Karten, eine Wahnsinnsoptik und ein ganz toller Block, Odyssey-Block. Ja, mag ich sehr gerne, spiele ich sehr gerne. Ist auch mal eine Zeit, mit der ich klarkomme, weil mir das Ganze mechanisch noch nicht so kompliziert vorkommt, wie manches, was danach kam. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.